Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, hat sich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Wir haben den Albtraum besiegt, wir haben auch schon ein Phantom besiegt, das haben wir schon mit... Okay. Und ich glaube, es gibt noch ein, zwei Operator, die da abhängen. Ach ja, stimmt, hatte ich nicht geguckt, ob das Phantom, was hier mit abhängt, von dem Blitz getroffen werden kann. Das war dann leider glaube ich nicht so. Ist noch nicht tot. Und das Feuer scheint ihm auch nichts zu machen. Okay, verstehe ich nicht, warum das Feuer ihn nicht stört, aber egal. Doch, jetzt ist er doch gestorben, oder? Also entweder vom Blitz oder vom Feuer. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau was. Aber waren es nicht zwei Phantome? Hier noch abgehangen haben. Okay, da war einiges drin. Ich dachte, es wäre noch ein Phantom. Ich dachte, es wären zwei gewesen, aber ich kann mich auch. Kann mich auch irren und es war nur eins. Ne, da ist noch. Ne, das ist ein Technik-Operator, okay. Haben wir noch so eine EMP-Ladung? Ach, Scheiße, jetzt kommen wir da nicht rein. Fuck! Oh, wie toll. Ja, genau. Und in der gleichen Zeit, wo das dann fertig ist, ist er dann auch wieder so. Na, geil, hat richtig gelohnt. Kommt her. Oh, da ist noch ein Phantom auf jeden Fall. Ich glaube, das hat nicht gelohnt. Da ist, glaube ich, sogar noch ein Phantom drin. Habe ich gerade richtig gesehen? Ist noch ein drittes gesehen? Verarscht mich nicht, Freunde. Ja, waren wir schon mal, deswegen ist die Leiche doch leer. Wo kommen die denn die alle her, wenn die hier schon mal waren? Ein korrumpierter Technik-Operator müsste hier noch sein. Aber vielleicht können wir den auch einfach ignorieren. Ich will einfach nur zu den mehreren Zielen halt. Oh, hier wird Luft nach außen gezogen. Warum habe ich denn das nicht mitgenommen? Korrigierte Spule. Hier war er schon mal, da habe ich keinen Platz mehr gehabt. Mehrere Ziele. Mehrere Ziele. Ach ja. Ich könnte das ja einfach mal reparieren, fällt mir gerade so ein. Sieht alles safe aus. Hoffentlich lohnt sich das. Ich bin so weit weg von meiner, von meinem Hauptquest. Ich hoffe, das lohnt sich, ey. Ohne Scheiß. Ich verstehe gar nicht. Wahrscheinlich lohnt sich nicht. Wahrscheinlich mache ich hier gerade einfach, naja. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch einfach ganz cool, einfach nur so rumzulaufen durch die Station. Das ist ganz geil. Also, wie gesagt, storymäßig ist sie eigentlich relativ schwach, die Story, weil es einfach nur,
Man ist auf der Raumstation und es ist einfach nur, rennt von A nach B und macht da C, um dann zu D zu kommen und dann machen sie von an, mach A, B, C, also es ist immer das Gleiche im Endeffekt. Aber das Zerlegen dieser Werkstoffe, das selber Basteln von Munition und so, das ist irgendwie cool. Wie gesagt, wenn man hier eine richtig geile Story gemacht hätte, Mikrogravitation entdeckt. das hätte so ein. Morgan, ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht beunruhigt darüber sind, dass Sie Ihren eigenen Tod geplant haben. Das ist schwer zu verdauen. Mein Rat wäre, denken Sie nicht an das Ende. Konzentrieren Sie sich auf das, was vor Ihnen liegt. Einen Schritt nach dem anderen. Ich bin hier, wenn Sie Hilfe brauchen. Hallo, kann ich nicht mehr mit ihm reden? Das ging doch gerade eben noch. Hä? Irgendwas heilt er mich doch komplett. Heil mich doch mal. Es ist nicht mehr, ich kann ihn nicht mehr anreden. Okay, egal. So, mehrere Ziele. Wo ist das mit dem Versiegeln? Rumpfdurchbruch, Maschinenlabor. Versiegt er den Außenrumpf? Da muss ich hin. Das ist ein Nebenquest. Hallo, was machst du denn? Lenk doch mal. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Ich finde mir noch irgendwo eine Leiche. Da. Hey, wann ist denn das nicht so scheiße steuern? Ist das schon immer so? Komm her! Darf man mit dir reden? Ah, mit denen darf man reden! Danke. Versiegle den Außenrumpf. Nice! Versiegle den Außenrumpf. Hab ich gemacht. Verschaffe den Zugang zum Labor für exotisches Material. Mehrere Ziele, mehrere Ziele, mehrere Ziele, mehrere Ziele. Menschliche Leiche, hallo, Moment. Ach so, die ist ja noch weiter weg. Oh. Ach so, und vielleicht ist das eine wohl schon wahr. Moment mal. So, hat man noch. Oh! Da war ich aber bestimmt noch nicht. Was? Da war ich schon. Oh. So, mehrere Ziele. Das ist Nebenquest. Und das war's ja. Mehr gibt's nicht. Okay. Dann gehen wir mal zu mehrere Ziele Nebenquest. Ist auch näher dran. Ich gehe mal davon aus, es ist von da. Also, das ist die Schleuse, von der wir gekommen sind. Freund, Freund, was ist denn los mit dir? Was macht denn der? Ich könnte schwören, dass es beim letzten Mal nicht so krass war. Eieiei. Du betrittst Psychotronik. Regnet es bei euch eigentlich auch? Ich meine, wenn ihr jetzt das Video seht, ist es eh schon Stunden, also Tage aufgenommen, aber. Also Stunden, schon Stunden her, dass ich es aufgenommen habe, Tage her, dass ich es aufgenommen habe. Aber bei uns regnet es die ganze Zeit. Zur Zeit, und es soll auch die nächsten Tage noch durchregnen. Vielleicht regnet es bei euch auch, wenn ihr das anguckt. Ich meine, ihr könnt es ja rein theoretisch das Video auch viel später anschauen. Also 2020 zum Beispiel, vielleicht regnet es dann genau an dem Tag. Wäre doch cool, wäre doch lustig. Rache der Zugang zum exotischen Material. Was ist das? Da steht nichts da. Psychotronik-Leichenhalle. Das war wieder irgendein scheiß Phantom. Es ist doch nicht die Schleuse gewesen, von der wir gekommen sind, fällt mir gerade so ein. Versuche aber erstmal. Oh, fuck. Sind denn jetzt hier überall Phantome oder was? Egal, wir müssen ja nicht alle umbringen.
glaube, da ging es eh nicht weiter, oder? Was ist das? Operator Dispenser, okay. Also ich muss eh einfach runter. Oh, fuck. So. Durch den Überraschungsangriff haben wir ziemlich viel abgezogen. Nice. Hallo, nimm das Ding mit. So, jetzt müssten wir auf der Ebene sein. Geht jetzt bitte nicht auf den Sack. Dr. Yu. Was bist du? Der lässt auch nicht mit sich reden. Wissenschaft. Ach doch, jetzt. Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Was? Bist du nicht derjenige, der mir mein Psychozeug hier auffüllt? Oh mein Gott. Dann eben nicht. Oh fuck. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Krass. Ach, da ist er. Ach so, das ist der Aaron, alles klar. Ich war fast erschrocken. Alles gut, aber lässt nicht mehr mit sich reden. Was lungert er denn immer noch hier rum? So, wo müssen wir lang? Ah, hier rein. Nice. Exotisches Material, ziemlich viel sogar. Was wollen wir jetzt hier drin? Also muss doch irgendeinen Grund gehen, dass wir hier rein sind. Toll, alles leer oder was? Nur exotisches Material. Ich glaube, das brauche ich gar nicht so viel. Exotisches Material, also deswegen ist gerade nicht so. Ich glaube, das brauchen wir, um Neuromods herzustellen, aber wie gesagt, die verbrauchen halt auch ziemlich viel. Anorganisches Material und das brauchen wir für unsere Munition. Subject. Was? Subject holding A. Ah, fuck! Daran habe ich natürlich wieder nicht gedacht, dass hier noch irgendwelche scheiß Mimics rumrennen können. Oh Mann. Ich kann halt nicht an alles denken. Das war's, oder wie? Mhm. Hat sich ja gelohnt. Hauptsache Schaden bekommen. Okay, der ist safe. Nice. Hä? Warum sollte ich denn hier in das Labor rein? Also hat mir doch gar nichts gebracht, außer ein Haufen exotisches Material. Was ich aber wahrscheinlich gar nicht unbedingt brauche. 35 habe ich davon. Sage ich, dafür brauche ich gar nicht wirklich. Aber das war's, also. Mehrere Ziele, Psychotronik Leichenhalle. Keine Ahnung, was das da ist. Da steht nichts da, einfach nur, geht da bitte hin. Ich würde ja gerne zur Leichenhalle gehen. Aber wo ist denn jetzt? Moment, hier sind die Guards, da ist ein Nebenquest. Ich will halt wissen, wo die sind, die Sachen. Ich meine, das ist näher dran. Wir haben einmal die Psychotronik Leichenhalle und wir haben halt. Wir haben das, wo ich nicht weiß, was es ist. Die Psychotronik Leichenhalle ist eigentlich näher. Das Ding ist halt nur, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da hinkomme. Also, ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung da.
Okay, da kommen wir doch eher hier hin, wie es aussieht. Das ist aber eine Ebene tiefer, oder? Die Drohne gleichen Halle? Okay, gehen wir erstmal hier. Wobei, da verlassen wir ja das Gebiet wieder. Nee. Dann geht doch mal zur Psychotronik-Leichenhalle. Oder ich versuch's zumindest. Na, die ist eine Ebene tiefer, sag ich doch. Ist genau unter uns. Ah. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Moment, wir speichern mal vorher. Ach, passiert gar nichts, okay. Wäre auch merkwürdig, wenn es einen umbringt oder so. Scheiße. Okay, nice. Guter Kampf. Keine Energie verloren, aber wir doch ziemlich überrascht wurden. Waren das nicht zwei Phantome? Wo ist denn der Operator? Wollte mich heilen lassen? Nein, nicht. So, wo ist die Leichenhalle? Da. Fuck! Wir müssen hier rein, haben aber keine passende Schlüsselkarte. Wo ist die denn? Ach, wir hatten doch den Raum. Das war doch das. Das hat man schon mal komplett durchsucht hier alles. Ich weiß das. Jetzt. Was steht denn da als, vielleicht ist da irgendwie ein Tipp, wo es den zu finden gibt. Nimm den Quartierschlüssel an dich. Gehe zur Datenzentrale. Was ist denn dann das mit dem... Wer durchquert also durch die... Was? Ein Operator in der Psychotronik führt jede Stunde Säuberung durch. Auf seinem Weg durchquert er auch die Leichenhalle, wobei er die verschlossene Tür aufsperrt. Ah! Was ist hier? Alles klar. Also müssen wir dem... Operator folgen. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Fertig. So, und der geht da jetzt rein, wenn ich es richtig verstanden habe. Bin ich ja mal gespannt. Das ist eine lustige Idee auf jeden Fall. Einmal in der Stunde. Ah, geht in die Richtung. Nein! Passen Sie bitte auf. Du sollst doch hier hingehen! Fuck. Aber es steht da! Offenbar findet sich Bellamys Leiche mit der Schlüsselkarte zu seinem Quartier im Traumazentrum. Nachdem ich ein wenig gesucht hatte, habe ich erfahren, dass Bellamys Leiche eigentlich in der Psychotronik liegt. Nimm den Quartierschlüssel von Bellamys Leiche an dich, Psychotronik. Ein Operator hat die Drohne für jede Stunde Säuberungen durch. Auf seinem Weg durchquert er auch die Leichenhalle. Fuck. Was? Hä, warum liegt denn das noch hier? Komm, Freund, mach, geh da hin, wo wir wollen, dass du hingehst. Er hat die Tür aufgemacht, okay, aber. Oh, muss ich ihn jetzt echt so lange verfolgen, ey? Und dann klappt's vielleicht doch nicht. Aber es stand da. Aber er ist da jetzt, er geht jetzt wieder nach oben, oder? Ja, genau. Also, das ist doch scheiße. Dann ist das seine Runde schon durch. War hier irgendwo ein Dispenser? Ist es hier? Ob
Operator Dispenser, genau. Kann ich noch einen rufen? Nee, ich kann nur. Es gibt nur den einen. Ich lasse ihn jetzt noch einmal da unten lang gehen und hoffe, dass es dann macht. Aber eigentlich ist er schon fertig bei der Runde, oder? Also, es wäre sehr merkwürdig, wenn... Ich komme. Aber es steht eindeutig da. Und es gibt keinen anderen Operator. Ist auch der einzige Dispenser hier oben. Ja, es ist doch genau die gleiche Ru- Fuck! Operator nähert sich. Jetzt geht er auf Garantie wieder hier lang und nicht da rein. Sag ich doch, fuck! Passen Sie bitte auf. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität ist nominal. Geh doch mal da rein. Fuck. Ach, was? Vielleicht kann ich da mit der Armbrust drauf schießen. Geil! Oh mein Gott! Das geht so. Warum sagt mir das denn keiner? Nice. Oh, scheiße. Stimmt, ich muss ja daran denken, dass hier Mimics drin sein könnten. Nicht so aus. Ist mit seinem Gesicht los. Okay, es geht natürlich nicht auf, schade. Ja, bevor wir das durchsuchen, würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.